Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Quickie-Folge, in der ich immer einen kurzen Tipp, einen kurzen Input, eine kurze Inspiration zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung oder natürlich auch dem Filmen für euch habe. Und heute mit dem Thema, wie trägt man eigentlich seine Kamera? Klingt mega banal, aber ich habe ein paar geile Tipps für euch. Hallo. Das grundlegende Problem an dieser Sache ist, gerade wenn man viel fotografiert, viel unterwegs ist, jetzt viel Hochzeiten oder sowas in der Art, ich kann nicht meine Kamera ständig in die Tasche und wieder auspacken und wieder sonst irgendwas. Das wird irgendwann nervig, deswegen habe ich sie meistens an mir. Einfach weil ich schnell genug sein muss. Das gilt prinzipiell auch für alle anderen Momente, für Streetfotografie, für Landschaftsfotografie, vielleicht nicht ganz so krass. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, so ein System zu haben, um schnell ready zu sein. Wenn du jetzt die ganze Zeit unterwegs bist und die ganze Zeit deine Kamera trägst, geht das irgendwann auf den Rücken, auf die Hüfte, auf sonst irgendwas. Und da möchte ich dir heute mal meine Strategie zeigen. Ich weiß, dass es hier einige Möglichkeiten gibt. Ich werde auch was zu dem Thema ansprechen. Nichtsdestotrotz bin ich zum Teil etwas oldschool unterwegs. Zuerst einmal mit dem wohl größten Problem, dass diese Kameras einfach zu klein sind. Ja, ich weiß, ich habe es an der Spiegelreflexkamera jetzt mal als Beispiel. Die Spiegellosen sind zum Teil noch kleiner und wer entsprechend große Hände hat, wird damit riesen Probleme haben. Wenn nicht, geil, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch auf euch, weil, die Kameras sind standardisiert, die Hände nicht. Nichtsdestotrotz, Batteriegriff sorgt dafür, dass ich mehr in der Hand habe und das Ganze stabiler halten kann, einfach weil hier unten der Finger nicht ständig wegrutscht und ich habe die Möglichkeit, das auch ins Hochformat zu drehen. Machen wir es mal dran. So, hat zusätzlich jetzt noch den Vorteil, dass ich natürlich hier zwei Akkus reinbekomme und noch einen zusätzlichen Hochformatauslöser hätte, wenn ich ihn denn möchte. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich, ich habe einen Griff, an dem ich die Kamera stabil halten und stabil tragen kann. Ich will sie ja aber nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Was ist der nächste Step? Der nächste Step ist ein gescheiter Gurt. Aus Nostalgiegründen habe ich ihn noch aufgehoben, den Gurt von der 5D Mark III. Wunderbar, dass es sowas noch gibt. Das Problem an diesen Dingern ist, sie sind erstens mal nicht geil hochwertig und haben halt das Problem, dass man sie irgendwie immer so tragen muss. Man ist halt so dieser typische Touri, den man hier so die Kamera da vorne hochheben, runterheben. Wer das möchte, cool. Ich bin der Meinung, es gibt einfach nur Nackenschmerzen und das ist wirklich das, was es sein soll. Ein Ausstellungsstück. Ich habe jetzt lange Zeit Gurte verwendet, die jetzt wie der Sun Sniper zum Beispiel. Heißt der so? Keine Ahnung. Ich blende ihn mal ein. Der kam in die Stativschraube rein. Das war eine ganz coole Sache, weil du die Kamera schön dran gleiten lassen konntest. Der hatte auch nochmal so ein Gummi, um der so ein bisschen zu entlasten, während man in dem Moment läuft. Nichtsdestotrotz war das Problem, dass die Kamera irgendwie nicht ganz schön ausbalanciert wurde. Was mich zu meinem nächsten Gurt bringt, nämlich dem von Peak Design. Der heißt Slide, weil man ihn in mehreren Variationen einsetzen kann. Und ich benutze ihn schon seit Jahren, schon sehr, sehr lange und habe auch in der Sonderedition den in Rot bekommen. Den gibt es nicht so oft. Coole Sache, aber hey, in Grau funktioniert er genauso gut. Und im Endeffekt ist das Geile, dass man an diesen Nippeln hier hergehen kann, an diesen kleinen Dingern hier, einfach die Kamera dran befestigen. Einfach reinklipsen, das geht nicht verloren, das ist sicher. Und jetzt kommt der aus meiner Sicht wichtige Punkt. Ich klipse den nicht hier dran, sonst habe ich ja wieder dieses Touri-Problem, sondern der kommt genau dahin. Denn ich weiß, dass es viele Tragesysteme gibt und dass es viele Alternativen gibt und dass es die als Doppelgurt gibt und als Gürtel gibt und als ich weiß nicht was alles. Aber das ist jetzt ein persönliches Problem von mir. Nehmt da gerne, was euch liegt. Probiert gerne Sachen aus, was für euch Gemütliches funktioniert. Das ist das Wichtige. Ich will euch hier nichts aufschwatzen. Es soll darum gehen, dass ihr was Gescheites in der Hand habt und dass ihr ein Feeling habt, wie ihr eure Kamera einfach durch die Gegend tragen könnt, ohne dass ihr Probleme habt. Darum soll es gehen. So. Hier habe ich jetzt allerdings den Vorteil, dass ich den nicht so um den Hals trage, sondern so quer. Und dann kommt diese Slide-Funktionalität, ich bin ein bisschen zu klein, die Slide-Funktionalität richtig zum Tragen. Ich mache es mal ein bisschen höher, dass ihr das wirklich seht, weil wenn ich fotografieren möchte, habe ich die Kamera hier vorne, ich kann sie hochheben, ich kann sie runternehmen, wie ich möchte. Ich habe hier Bewegungsradius, kann den auch noch relativ easy weiterstellen. Wenn ich sie nicht brauche, habe ich sie hinter mir. Hier. Geile Geschichte, weil ich bin gerne derjenige, der sich auf Hochzeiten an Sachen vorbeidrängelt oder so mal schnell durchschiebt und dann ist eine Kamera hinten oder vorne deutlich einfacher zu kontrollieren, als wenn sie an der Seite ist und hier schlackert nichts rum, womit ich nachher Probleme bekomme.
Ja, ich habe nur eine Kamera, die ich damit benutzen kann. Ich habe ja gesagt, jeder soll das nehmen, was er braucht. Ich komme mit einer Kamera zurecht, von daher gar kein Thema. Eine zweite kann ich ja immer noch in die Hand nehmen, die habe ich dann halt hier schräg drum. Und jetzt kommt noch ein interessanter Part, weil das ist ja jetzt schön und gut. Nichtsdestotrotz, irgendwann, klar, wird es halt erstmal nervig, die von ganz weit hinten vorzuholen. Dann kann ich sie auch mal hier vorne hängen lassen. Also sie bleibt eigentlich immer da hängen, wo ich sie loslasse. Ich kann sie an der Seite haben, ich kann sie vorne haben, wie ich es gerade brauche. Das ist aber noch nicht das komplette Paket. Denn das hier, das ist eine Halteschlaufe. Ich hoffe, das Ding heißt wirklich so. Wird leider mittlerweile fast gar nicht mehr verkauft. Eher sind die Sachen mit dabei, die irgendwie so so halber mit drin sind oder ums Handgelenk gehen. Und da ist meine Frage, warum benutze ich sowas? Das gibt mir keine Stabilität. Das ist eher so wie bei Kindern, dass die irgendwie den Becher oder was gerade in der Hand ist, nochmal am Handgelenk festgemacht wurde, damit, wenn man es verliert, dass man es wiederfindet, ne? Und dass es nicht direkt runterfällt. Aber das gibt mir ja keinerlei Stabilität in der Hand. Da ist so ein Teil richtig cool, weil, Sekunde, ich habe die Kamera hier neben safe. Also ich habe keinen Finger gerade dran, ich kann die alle frei bewegen und nichtsdestotrotz habe ich die Kamera safe. Das macht es deutlich einfacher und nimmt so ein bisschen Druck vom Handgelenk. Ich muss nicht mehr so viel Kraft aufwenden, damit die Kamera nicht mehr runterfällt. Eigentlich gar keine, wenn ich den eng genug eingestellt habe. Ich kann sogar hierher gehen und einfach Fotos machen. Also ohne, dass ich einen Finger dran habe. Klar, am Auslöser oder sowas in der Art. Das macht es so viel einfacher. Und das sorgt auch dafür, dass ich keine Probleme habe, wenn ich die gesamte Hochzeit irgendwie mit dem Ding hier rumgerannt bin. Dass ich danach irgendwie Rücken kriege oder so. Ja, so ein bisschen hier rüber. Okay, da hat man vielleicht irgendwann Alternativen. Aber das hier ist für mich ein absoluter Gamechanger. Leider funktioniert das nur in Kombination mit dem Batteriegriff. Also ja, meine Variante, die ich benutze, ist vielleicht ein bisschen speziell. Und ich habe bisher tatsächlich noch niemand gesehen, der diese Kombi genau so hatte. Einzelne Teile vielleicht, dass man sagt, man hat irgendwie den Batteriegriff oder man hat irgendwie die Handschlaufe nochmal in einer gewissen Variation, aber genau in der Kombi noch keinen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht sagt jetzt der ein oder andere hier, oh, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Ich komme doch mit meinem Zeug deutlich besser zurecht. Es ist vollkommen in Ordnung, nutze gerne, was du möchtest. Wenn du solche Doppelgurte haben willst, ist es cool. Sieht zum Teil auch richtig cool aus, ne? Ich hatte auch jetzt auf dem letzten Workshop einen Teilnehmer, der hatte die irgendwie so nebendrin und hat dann einfach fupp, das irgendwie so aus dem Holster rausgeholt. Das sah vielleicht cool aus, ne? Also es gibt geile Variationen, die man hier nutzen kann. Ich finde, das hier ist die variabelste, flexibelste und einfachste, mit der man mit sehr wenig Aufwand das Ding halten kann. Klar brauchst du einen Batteriegriff, den gibt es nicht für jede Kamera und er ist natürlich teurer. Vielleicht als Alternative, da gibt es auch solche Halterungen, die man einfach unten dran da machen kann, weil ich natürlich weiß, ne, hier irgendwie so eine APS-C-Kamera, da wird kein Batteriegriff für gebaut. Wofür? Das denkt der Hersteller sich einfach, ne, ist doch egal, braucht da gar keiner. Aber in der Kombi ist es nicht schön. Besorgt euch halt einen Griff für drunter, guckt, dass ihr irgendwie die Schlaufe mit dazu bekommt und diese um die Hand mit Gummi noch dran machen, damit, wenn die Kamera fällt, das Problem habe ich damit nicht. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so für kleine Kinder. Hey, alles gut. Jedem das seine. Ich finde diese Kombi absolut grandios und es macht es sehr, sehr easy, sowohl die Kamera zu wechseln, als auch natürlich die Kamera längere Zeit irgendwo zu tragen oder so. Scheißegal, ob mit Blitz, ob mit Riesenobjektiv oder sowas in der Art. Und im Übrigen, der Batteriegriff gleicht auch relativ gut aus. Das Problem, was wir momentan mit spiegellosen Kameras haben, weil die sind durch die neuen Objektive oder durch Objektive allgemein relativ frontlastig. Da kann man nicht so viel Gewicht sparen. Die Kameras sind aber ultra leicht. Die wiegen mittlerweile nichts mehr. Was wiegt so eine Kamera, ne? 500, 600 Gramm oder sowas in der Richtung. Du machst ein 1,5 Kilo Objektiv vorne drauf. Dann sorgt das nur dafür, dass es so nach vorne zieht. Hilft der Batteriegriff ein kleines bisschen, hilft die Handschlaufe ein kleines bisschen. Und nachher, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwo so einen Orthopäden hier, der mir zuschaut, der mir bestätigt, dass das was Gutes ist, dass es nicht so nach vorne zieht. Mit Sicherheit. Es fühlt sich besser an. Das war eigentlich das, was ich euch in diesem Video mitgeben wollte. So ein kleiner Tipp, mal ein bisschen abseits, mal nicht so typisch Fotografie-Tutorial. Dafür kommt am Wochenende was richtig Geiles, weil ich habe ein neues Archivierungskonzept für meine Fotos, für meine Videos, wie man sie wiederfindet und wie man auch hunderte Gigabyte, Terabyte tatsächlich auf sehr gut verteilt bekommt. Kommt am Wochenende. Ansonsten, ja, probiert es gerne aus, sagt mir gerne, wie ihr eure Kamera tragt, ob ihr hier noch so einen geilen Tipp habt. Und auch wenn ich schon sehr oft gefragt wurde, der Gurt ist leider Limited Edition, den gibt es leider so nicht zu kaufen. Nichtsdestotrotz habe ich zu allem, was ich hier empfohlen habe, unten drunter natürlich einen Link in dieses Video reingesetzt. Und
Ja, wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Und natürlich, wenn es mehr zum Thema Fotografie sein soll, wenn du ein bisschen tiefere Einblicke in ein gewisses Thema bekommen willst, sei es Licht, sei es Aufsteckblitze, ganz klar, ne? Sei es irgendwie Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie oder auch Landschaftsreisefotografie. Ich habe so unglaublich viel in meinem Fotokurs mit drin, wo es noch ein bisschen tiefer, spezieller irgendwo reingeht. Ich war in Schottland, ihr habt das komplette Video eigentlich in diesem Kurs einfach inklusive. Ich glaube, das steht gar nicht auf der Landingpage, deswegen Geheimtipp. Also gerne mal auschecken und ja, wir sehen uns im nächsten Video einfach wieder.